In diesem Video möchte ich dir noch etwas zur Vermarktung deiner Online-Kurse erzählen. Ja, vielleicht erstmal zur Vermarktung deines einen Online-Kurses, ne? Also, die Sache ist die, wir haben uns jetzt eigentlich um alles gekümmert. Wir haben es irgendwo hochgeladen, du hast dich für eine Plattform entschieden, vielleicht auch für zwei. Ich hoffe, du hast nicht direkt alle vier genutzt und hast angefangen, deine Videos dort hochzuladen. Und wenn, dann hoffe ich, du hast mehr Glück als ich und hast deine Videos auch freigegeben bekommen bei Amazon. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, dann ist das wunderbar, nur du musst jetzt deine Kurse auch vermarkten. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Tage für den Endspurt und ich wollte diese Challenge nicht beenden, ohne dir noch ein paar Ideen, Tipps und Tricks fürs Marketing zu geben. Bevor wir uns im nächsten Video darum kümmern, möchte ich nochmal auf das Thema Landingpages eingehen. Die Landingpage ist der Ort, auf den du deine Kunden schickst. Egal, wo du deinen Kurs postest, du hast eine URL. Und immer wieder kommen die Leute auf deine Landingpage, ne? Ob das auf deiner Teachable School ist, die Landingpage, ob das auf Udemy ist oder Skillshare oder ja, bei Video Direct haben wir nicht so viel Einfluss, aber da können wir diese Synopsis, da können wir auch noch ein bisschen was einfügen. Auf jeden Fall kommen die Leute immer auf deine Landingpage. Und deswegen sollte die nicht nur einheitlich gestaltet sein, sondern auch sehr umfassend. Heißt, in dem Fall, du solltest überall denselben Text verwenden. Ja, also wenn du auf deiner Teachable School etwas schreibst, dann übernimm doch bitte den Text auch für Udemy oder für Skillshare oder auch so, also immer soweit es geht, ne, auch für Amazon. Warum? Es sieht einheitlich aus, ne? Stell dir vor, du möchtest dir eine Serie auf Amazon Prime angucken. Und da wird die so beschrieben, dann gehst du auf Netflix und da wird die so beschrieben und dann gehst du noch auf Disney oder wie auch immer und da wird die dann nochmal anders beschrieben. Also, das sieht unprofessionell aus, ne? Deswegen sollte das Ganze einheitlich wirken und sollte dann immer direkt rüber kopiert werden. Was ich dir auch unbedingt empfehlen möchte, ist, dass du die Länge des Kurses angibst, die Anzahl der Module angibst und die Anzahl der Lektionen angibst. Auch da trennt sich wieder so ein bisschen die Spreu vom Weizen, ne? Also manche Plattformen machen das automatisch, aber letztendlich ist es eine gute Idee, wenn du das Ganze gegliedert hast und wenn du vor allen Dingen weißt, was du anbietest, ne? Auf jeder Plattform dasselbe. Für mein Geld bekomme ich das, das und das. Ganz, ganz wichtig, ne? Wenn du irgendwo eine DVD kaufst, möchtest du auch nicht, dass auf der einen DVD das drauf ist und auf der anderen DVD was anderes, ne? Also es ist schon wichtig, dass das immer einheitlich ist. Du bist der Ersteller eines Produkts, in dem Fall eines digitalen Produkts, okay. Aber es ist ein Produkt und dieses Produkt sollte überall gleich sein. Es ist ein abgeschlossenes, in sich abgeschlossenes Produkt. Wenn irgendwas ausgetauscht wird, muss das natürlich auch auf allen Plattformen ausgetauscht werden. Also wann immer du das machst, prima, kein Problem, aber bitte überall. Ja, deswegen, ich schicke da meine Teilnehmer drauf oder meine potenziellen Teilnehmer und deswegen sollte das überall einheitlich wirken. Nach bestmöglichem Wissen und Gewissen. Wie gesagt, immer gucken, was kann ich auf der Plattform nutzen, was auf der und versuchen, das rüber zu kopieren. Und wenn das geschehen ist, wenn du an diesem Punkt bist, dass dein Kurs überall gleich aussieht, dann kümmern wir uns jetzt um die erste Vermarktung deines Kurses. Und dann hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video, wenn du dir jetzt noch einmal deine Landingpage angeguckt hast. Und dann legen wir los mit der Vermarktung. Und dann sage ich bis morgen. Tschüss.